Okay, liebe Leute, jetzt fangen wir an mit der Rückenmassage. Das, was wir gestern gemacht haben, machen wir eine kleine Wiederholung. Das Ganze aufgeteilt in drei Teile. Wir fangen erstmal an mit den Grundtechniken. Ja? Grundtechniken heißt, wir fangen an mit der Effleurage. Könnt ihr euch erinnern, die großflächige Streichung. Ja? So eine Grundtechnik. Dann haben wir den Seemann gehabt, die Effleurage über die Mitte und die seitliche Effleurage. Und dann eine Technik mit dem Daumen, das Däumeln und die Reibung. Das sind eigentlich nur fünf Sachen. Ja? Du kommst mal ein bisschen näher zu mir. Was da wichtig ist für den Anfang, das Öl habe ich schon aufgetragen. Wir haben verschiedene Handhaltungen. Ja? Wir können die Hände entweder nach innen, neutral oder nach außen drehen. Jeder hat da so eine eigene Vorliebe. Ihr setzt die Hände erstmal auf. Arme sind gestreckt. Ich komme jetzt leicht auf die Zehenspitzen und dann schiebe ich hier runter. Und dann gehen die Hände über die Seite zurück und ich fließe wieder zurück. Ich habe die Hände meistens nach außen gedreht. Ihr könnt es aber auch so machen, habe ich gestern gesehen, haben einige von euch auch gemacht. Ja, wichtig ist, dass ihr, wenn ihr unten seid, ja, dass ihr wirklich nach außen geht und alles mitnehmt. Ja. Und die Hände sind gestreckt. Jetzt gehst du mal ein Stückchen zurück, dass du mich in der Gänze siehst. Geh mal ein Stückchen zurück, genau. Arme sind gestreckt und ich komme auch wirklich leicht auf die Zehenspitzen nach oben. Ja, und wenn ich jetzt hier über die Seite zurückgehe, dann gehe ich auch leicht in die Knie und zurück. Ja? Was ich nicht sehen will, ist, ihr steht hier hinten, dann macht ihr immer den hier. Ja? Damit ihr euren Rücken ein bisschen entlastet, versucht ihr eigentlich gerade zu bleiben. Ja? Wir fließen da runter, dann über die Seite zurück. Guckt also, wie eure Beine stehen. Wenn ihr zu weit weg steht, dann werdet ihr euch immer sehr lang machen müssen. Ja? Also geht ein bisschen mehr ran und dann könnt ihr den Oberkörper auch mehr aufrichten. Das ist die großflächige Streichung, die Effleurage. Das Ganze kannst du natürlich auch kleiner machen, die sogenannte Baby-Effleurage. Mehr Konzentration auf den unteren Rücken. Oder ich kann mich auch nach oben verlagern, hier oben. Und das Ganze mache ich immer am Anfang zur Einstimmung, um den erstmal ankommen zu lassen. Ja? Er kommt vielleicht durch die ganze Stadt gefahren, um bei dir eine Massage zu buchen. Und er braucht jetzt erstmal 5 Minuten, um runterzukommen. Ja? Auch wenn ich später in die Tiefe gehe bei der Sportmassage, fange ich immer erstmal an mit einer Effleurage, ja, um die erstmal ein bisschen runterzuholen. Variante davon wäre der Seemann. Ihr könnt euch erinnern, diese Bewegung, wie auf dem schwankenden Schiff. Eine Hand ist hier vorne, eine ist hinten. Und jetzt geht es hier hoch und darüber. Wie auf dem schwankenden Schiff. Linke Seite, ich kippe nach links und rechte Seite. Meine Füße stehen parallel zur Bank und ich bin leicht auf den Zehenspitzen. Wenn ich jetzt nicht auf den Zehenspitzen bin, dann muss ich mich früher so vorbeugen. Wenn ich jetzt hochkomme, ist der Oberkörper wieder ein bisschen aufgerichtet. Du kommst noch mal kurz näher, dann siehst du, wie die Hände hier ganz die Seite mitnehmen und dann kommt die andere Hand nach vorne. Ja, die Hand geht über die Seite und dann kommt die andere schon hinterher. Ja? Das ist der Seemann. Und jetzt kommen wir mal über die Mitte. Die Effleurage über die Mitte. Ich stehe immer noch parallel. Kann jetzt auch mal wechseln, dass ein Bein ein bisschen näher dran steht. Und denkt daran, dass ihr wirklich die Arme gerade macht. Jetzt gehst du noch mal ein Stückchen zurück. So Fehler, die ich gestern oft gesehen habe. Ich stehe zu weit weg und dann versucht ihr immer so zu schieben. So. Kann man natürlich alles machen, fühlt sich vielleicht auch okay an, aber auf die Dauer ist es besser für euch. Ihr kommt hoch, Arm ist gestreckt, mein Gewicht auf dem Handballen und dann schiebe ich hier so langsam runter. Ja? Und das Ganze kann ich entweder in langen Streichungen machen oder ich kann es auch mal ein bisschen kürzer machen. Und dann geht es bis nach unten und dann kommt schon wieder die nächste Hand. Das ist die Effleurage über die Mitte. Und dann hatten wir noch die Reibung, könnt ihr euch erinnern. Wir legen die Hände auf, ihr müsst nicht drücken, steht parallel. Und dann einfach das Ganze ein bisschen reiben, erwärmen, in Bewegung bringen. Entweder ganz kurz, langsam oder langgezogen und auch mal ein bisschen schneller werden. Ja? Kann man gerne am Anfang von der Massage machen. Kann man aber auch zwischendurch mal einbauen. Ja?
Dann gehen wir rüber auf eine Seite. Wichtig ist jetzt, wie ihr steht. Steht nicht zu weit weg, weil das größte Problem ist hier wirklich die Positionierung. Seitliche Effleurage sieht so aus. Ich fließe hier runter auf einer Seite. Und meine Hand hier, ja, da ist ein Drittel auf der gegenüberliegenden Seite, zwei Drittel ist auf meiner Seite. Der Hauptdruck ist sicherlich hier auf dem Handballen. Und den schiebe ich hier runter. Und ihr habt es gestern schon gemerkt, die Probleme, die viele haben, dass sie den Arm denn hier nicht so hinkriegen, ihr müsst ein Stück zurückgehen. Guckt mal, ich fließe hier runter und jetzt gehe ich einen Schritt zurück. Dann wird es ganz einfach. Sieht jetzt ja auch so leicht aus, aber ihr habt es gestern selbst gemerkt, ne, dass man da so ein bisschen koordinativ durcheinander kommt. Ja, also wenn ihr das vermeiden wollt, geht einfach einen Schritt zurück und dann könnt ihr da runterfließen. Ja, und Finger zeigen schräg weg von mir. Manche haben auch den Fehler gemacht, die Hand immer sehr so zu machen. Da wird es schwieriger. Die Hände drehen nach da und dann geht es runter Richtung Gesäß. Das Ganze kannst du natürlich auch von unten nach oben machen. Und dann hatten wir unsere Daumentechnik, das Däumeln. Wir nehmen uns jetzt hier den Rückenstrecker. Der Daumen ist im breiten Kontakt, Arme sind wieder gestreckt und ich fange an, das Ganze vorzubereiten. Vorzubereiten, wenn wir zum Beispiel später triggern wollen, ja, oder wenn ich später mit dem Ellbogen in der Tiefe arbeiten will, dann will ich ja erstmal spüren mit meinem Daumen, was ist denn da los? Gibt es da Verspannung? Ist alles ganz weich? Wie ist der Zustand? Und achtet hier darauf, dass die Bewegung nicht aus dem Daumen kommt. Kommt es noch ein bisschen näher. Also ich will nicht das hier sehen, ne, weil das nur eincremen, sondern ihr schiebt mit der ganzen Hand im breiten Kontakt mit den Daumen in die Tiefe und arbeitet euch dann nach unten. Was ich gestern manchmal gesehen habe, so rückwärts däumeln, funktioniert nicht, weil ich will ja schieben. Ich kann ja schlecht rückwärts schieben. Also immer weg von euch. Auf der Seite, wo ihr steht, schieben wir hier den Daumen ins Gewebe. Von unten angefangen hier. Und auch hier sind die Arme wieder gestreckt. Übertrieben ist es eigentlich eine Bewegung hier in den Arm. Ja? Ich schiebe hier ein bisschen aus dem Oberkörper und die Kraft überträgt sich dann über die Daumen. So viel erstmal zum ersten Teil für die Effleurage.